Deng Xiaoping in Bronze gegossen. Manche verehren ihn wie einen Gott. Der frühere Pekinger Spitzenfunktionär ist der Architekt der umwälzenden Wirtschaftsreformen in China. In gut zwei Jahrzehnten hat er aus einem rückständigen Drittweltland einen Staat der Superlative gemacht. Mit einem neuen Lebensgefühl seiner Menschen. Vergnügen, Konsum, Karriere. Werdet reich, rief Deng seinen Landsleuten zu. Der einstige große Vorsitzende Mao Zedong wäre fassungslos. 1978 ist Deng Xiaoping nach Südchina gereist, wo die Menschen weltoffener sind als in Peking. Hier begann er seine Reformen. Damals umstritten, heute gefeiert. Deng Xiaoping hat zwei Verdienste. Er hat die Mao Zedong-Ideen richtig bewertet, er hat China vor dem Chaos bewahrt. Zum anderen hat er unserem Land den Weg zu einem Sozialismus chinesischer Prägung und zu einer friedlichen Entwicklung gewiesen. Er hat uns das Selbstbewusstsein wiedergegeben. China, heute eine wirtschaftliche Weltmacht. Morgen auch eine politische. Chinas Aufstieg, ein Aufstieg aus dem Chaos. Peking, Platz des himmlischen Friedens, Sonnenaufgang. Sie bringen das wichtigste Tuch Chinas zum Fahnenmast. Zwei Minuten später flattert es im Morgenwind. Fünf goldene Sterne auf rotem Grund. Der Fahnenmast auf dem Tiananmen-Platz ist gleichsam der Mittelpunkt des Riesenreiches. Ein Reich so groß wie ein ganzer Kontinent. Mit so vielen Menschen wie in keinem anderen Land, mit der größten Armee der Welt, mit einer Wirtschaft, die seit Jahren boomt wie keine andere. Mao Zedong rief hier am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China aus. Deng Xiaoping stand hinter ihm. Noch war er ein linientreuer Revolutionär. Deng und Mao gehörten zu den Überlebenden des sogenannten Langen Marsches der chinesischen Kommunisten in den 30er Jahren. Sie hatten gegen die nationalistische Kuomintang von General Chiang Kai-shek gekämpft. Und gegen die japanischen Truppen, die bei der Besetzung weiter Teile Ostchinas ein unvorstellbares Gemetzel unter den kommunistischen Arbeitermilizen angerichtet hatten. In den Höhlen von Yenam hatten Mao und seine Genossen die kommunistischen Schriften studiert und von der Machtübernahme in Peking geträumt. Dieser gemeinsame Kampf verschaffte ihnen später Ansehen und Macht. Freilich hinderte dies Mao nicht daran, Deng Xiaoping später dreimal aus allen Partei- und Regierungsämtern zu jagen und in die Verbannung zu schicken. In Guan'an in der Provinz Sichuan, Geburtsort von Deng Xiaoping. Ein neuer Wallfahrtsort. Nicht nur für Chinas Funktionäre. Hier kam Deng 1904 zur Welt. Er wurde 92 Jahre alt. Sein Elternhaus ist heute ein Museum, das Dengs Wirtschaftsreformen in den 80er Jahren würdigt. Deng soll den Funktionären ein Vorbild sein, aber nicht als Raucher. Die Zigarette, die der Bildhauer dem Kettenraucher Deng zunächst in die Hand gegeben hatte, wurde kürzlich herausgeschweißt. Deng Xiaoping wusste aus der Vergangenheit, die Reformen in China müssen bei den Bauern beginnen.
Nur dann bleibt das Land ruhig. Anfang der 50er Jahre war Deng Xiaoping dabei, als die Bauern bei einer Landreform Äcker zur eigenen Bewirtschaftung zugeteilt bekamen. Später machte Mao alles rückgängig, zwang die Bauern zur kollektiven Arbeit in Volkskommunen. Eine Missernte folgte der anderen. Millionen Menschen wurden als blaue Ameisen zur Knochenarbeit bei sinnlosen Bauprojekten gezwungen. Das Land durchlebte immer wieder Hungersnöte. Zig Millionen Menschen starben. Mao Zedong sah in Deng Xiaoping einen politischen Rivalen und botete ihn aus. Mitte der 60er Jahre begann Mao die sogenannte Kulturrevolution, um seine angeschlagene Macht zu erhalten. Andersdenkende wurden als Abweichler verfolgt, gedemütigt, ermordet. China stand vor dem Ruin. Vielerorts herrschte damals politisches Chaos. Heute ist diese Schreckenszeit für Chinas Jugend fast vergessene Geschichte. Sie interessiert sich kaum mehr für Politik, solange es wirtschaftlich bergauf geht. Wichtiger ist ihr die neueste Mode in den Boutiquen, wie hier an Pekings Einkaufsmeile Wang Fujin. China ist nicht nur das Land, das den Weltmarkt mit Billigwaren überschwemmt und dadurch in westlichen Ländern viele Arbeitsplätze vernichtet. Es ist inzwischen auch Hersteller von Luxusgütern. Der Altrevolutionär Mao Zedong, der stets den Klassenkampf predigte, wäre entsetzt. In seinem Land herrscht mehr und mehr Kapitalismus. Zu Maos Zeiten war Bildung verpönt. Heute ist China eine lernbegierige Nation. Über 10 Millionen Studenten bevölkern die Universitäten. Die Buchläden sind voll, nicht so sehr mit Käufern, mehr mit Lesern. Zum Kauf eines Buches fehlt jungen Leuten oft das Geld. So setzen sie sich in die Ecke, lesen und lesen. Zu Hause surfen sie im Internet und werden fündig, wenn es um zeitkritische Literatur geht, trotz der strengen staatlichen Zensur. Jetzt blüht die Literatur im Internet. Wir haben 120 Millionen Internetnutzer. Ja, es gibt eine Zensur, wenn beispielsweise die staatliche Sicherheit gefährdet ist. Aber man kann nicht alles zensieren. Viele Schriftsteller stellen ihre Werke ins Netz. Da gibt es keine Probleme. Peking, Dezember 1978. Die Geburtsstunde der neuen Weltmacht. Deng Xiaoping, der von Mao entmachtet war, ist in die Pekinger Führung zurückgekehrt. Vor dem 11. Zentralkomitee der KP Chinas verkündet Deng die sogenannten vier Modernisierungen. In Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Armee. Und er will Chinas Tore zum Ausland öffnen. Doch die Altmaoisten im Plenum wollen die Reformen torpedieren. Deng Xiaopings größter Verdienst besteht darin, dass er den Wirtschaftsaufbau anstelle des Klassenkampfes zur Kernaufgabe Chinas gemacht hat. Voraussetzung und Motor waren seine Reform- und Öffnungspolitik. Seither betreiben wir eine Außenpolitik auf der Basis der friedlichen Koexistenz und der gemeinsamen Entwicklung. Peking 1976. Noch lastete der Schatten der Mao-Herrschaft auf dem Land. Einen Monat nach Maos Tod wurde mit Wissen Deng Xiaopings die sogenannte Viererbande mit der Mao-Witwe Yang Qing an der Spitze verhaftet.
Es war ein Politkrimi, der sich da in der Nacht zum 6. Oktober im Regierungsviertel abspielte. Eine Spezialeinheit drang in die Villa von Yang Qing ein und verhaftete sie. Zur selben Minute wurden auch ihre drei Gefolgsleute festgesetzt. Erst 4 Jahre später beginnt der Prozess gegen die Viererbande. Die Anklage wirft den einstigen Spitzenfunktionären Putschpläne und Mordkomplotte gegen Mao vor. Im Januar 1981 wird die Mao-Witwe zum Tode verurteilt, später begnadigt. Yang Qing weist alle Schuld von sich. Sie habe alles nur im Namen Maos getan. Als einzige Frau habe sie gemeinsam mit Mao an der Front gekämpft. Fünf Monate nach dem Prozess, im Juni 1981, beschäftigt sich auch Pekings Führung kritisch mit Maos Politik, die so viel Leid über das Volk gebracht hat. Deng Xiaoping verkündet die Formel: Maos Taten waren zu 70% gut, zu 30% schlecht. Eine Bewertung, die offiziell noch immer gilt. Die Parteipresse schweigt über Details der Kritik an Mao. Neuerdings wird parteiintern deutlich krasser über Maos Versagen geurteilt. Öffentlich wagt es niemand, darüber zu sprechen. Denn die Leute von damals sind noch unter uns, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Dazu überraschend offene Worte in Pekings Parteihochschule. Es gibt verschiedene Gefühle, wenn man über Mao Zedong spricht. Die einen würdigen, dass Mao die Revolution zum Sieg geführt und das Land aufgebaut hat. Andere haben während der Kulturrevolution gelitten und wollen die Fehler Mao Zedongs nicht vergessen. Eine dritte Gruppe hat unter Mao sehr gelitten und meint, man solle seiner überhaupt nicht mehr gedenken. Für den Pragmatiker Deng Xiaoping gelten Dogmen aus den kommunistischen Schriften nicht mehr viel. Die Parole seiner Reformen heißt: die Wahrheit in den Tatsachen suchen. 4 Schriftzeichen, die jeder Chinese kennt. Deng Xiaoping zeigt sich gern als gütiger Landesvater. Doch das Image des Reformers bekommt im Juni 1989 schwere Kratzer. Er lässt Panzer auffahren, um den Ruf von Studenten nach Freiheit und Demokratie auf dem Tiananmen-Platz zu ersticken. Wieder wird deutlich, Deng Xiaoping will mit aller Macht an der Einparteienherrschaft festhalten. Er will wirtschaftliche Reformen, nicht aber politische Veränderungen. Deng fühlt sich zudem brüskiert, weil er wegen der Demonstration den sowjetischen Staatsgast Michail Gorbatschow nicht am Hauptportal der großen Halle des Volkes begrüßen kann. Vielmehr muss Gorbatschow den Hintereingang nehmen. Für Deng ein peinlicher Gesichtsverlust. Mit Gorbatschow will Deng die neue Zweckfreundschaft ihrer beiden Länder feiern. Strategisch-kooperative Partnerschaft nennen sie es. Verdrängt sind die ideologischen Kontroversen, die Ende der 60er Jahre am Ussuri zu blutigen Grenzstreitigkeiten geführt hatten. Heute geht es ums Geschäft. China kauft von Russland vor allem Öl und Waffen. Im Gegenzug liefert es Konsumgüter nach Sibirien. Mit der anderen Weltmacht, mit Amerika, macht Deng Xiaoping schon 1979 seinen Frieden. Bei einem Amerika-Besuch fährt Deng zur Verblüffung seiner Landsleute mit einem Cowboy-Hut in der Hand in die Rodeo-Arena in Texas.
Und er besucht das Weltraumzentrum der NASA. Er muss erkennen, wie rückständig sein Land in den Bereichen Wissenschaft und Technik ist. Er wird dies mit viel Geld für die Forschungsinstitute daheim ändern. Inzwischen ist China auch eine Macht im All. Peking 1989. Deng Xiaoping empfängt den damaligen US-Präsidenten George Bush. Amerika wird für China sowohl Partner als auch Rivale. Droht ein militärischer Konflikt zwischen den beiden Großmächten um die globale Vorherrschaft? Peking versucht, solche Ängste zu zerstreuen. Zwischen China und den USA gibt es viele Meinungsverschiedenheiten, aber es gibt auch gemeinsame Interessen. Es wird Reibereien geben, aber keine grundlegenden Interessenkonflikte. Deng Xiaoping hat gute Beziehungen zwischen China und Amerika vorausgesagt. Wenn jemand behauptet, dass es zum Krieg zwischen den USA und China kommen werde, dann ist das seine persönliche Ansicht. Beide Länder werden mit allen Mitteln versuchen, einen militärischen Konflikt zu vermeiden. Zurück in die frühen 80er Jahre. Die Volkskommunen sind aufgelöst. Deng Xiaopings Reform erlaubt den Bauern, auf gepachteten Äckern wieder anzupflanzen, was sie wollen. Das bringt Rekordernten. Den Großteil ihrer Produkte können die Bauern mit Gewinn frei verkaufen. Dennoch bleiben die Einkommen der Bauern weit hinter denen der Städter zurück. Bis heute. China ist ein großes Agrarland. Wir haben noch 700 bis 800 Millionen Bauern. Die können sich zwar satt essen, aber es bestehen noch viele Probleme. Ihr Einkommen lässt noch zu wünschen übrig. Auch die Ausbildung ihrer Kinder ist noch unzulänglich. Außerdem haben wir noch 20 Millionen Menschen, die dringend Hilfe benötigen, um ihre Armut zu überwinden. Dengs Regierung erlaubt sogenannte freie Märkte und kleine Privatbetriebe. Plötzlich gibt es zu kaufen, was früher Mangelware war. Die Uhrmacherin von nebenan eröffnet eine Reparaturwerkstatt. Der Schneider in unserem Nachbarhaus nimmt Maß, um statt der maoistischen Einheitskluft eine modische Jacke zu nähen. So viel Geld hatten die Händler und Handwerker noch nie in Händen. Den ersten Erfolgen bei der Privatisierung lässt Deng die Reformen in der Industrie folgen. In vielen Betrieben hat nicht mehr der Parteisekretär das letzte Wort, sondern der Manager. Es gibt Rückschläge und soziale Härten. Viele marode Staatsbetriebe müssen schließen. Hunderttausende Arbeiter verlieren ihren Job. Vorbei ist es mit der eisernen Reisschüssel, die jedem festen Lohn sicherte, egal wie viel er arbeitete. 1986 beginnt es zudem in Peking politisch zu kriseln. Hohe Parteifunktionäre werden wegen Korruption an den Pranger gestellt. Doch nach einer Zeit des Verdauens, wie es heißt, gehen die Reform und die Jagd nach dem Geld weiter. Alles getreu der Parole des Parteipatriarchen Deng Xiaoping. Reich werden ist glorreich. Dengs Reformen spiegeln sich in zahllosen Erfolgsgeschichten. Auch in diesen. Auf dem Markt in einem alten Pekinger Viertel treffen wir Frau Zhao. Ihr Großvater hat im Jahre 1985 ein kleines Restaurant gegründet. Damals war es das erste private Restaurant in Peking und galt als Geheimtipp für gute chinesische Küche.
Gemeinsam mit zwei Angestellten kauft Frau Zhao für das Abendmenü ein. Das Angebot an Obst und Gemüse ist überaus reichhaltig. Kein Vergleich zu der Zeit, als das Restaurant gegründet wurde. In der Yangfang-Gasse im Hutong-Bezirk. Nur ein kleines, unscheinbares Schild weist auf das Gourmet-Restaurant hinter den hohen Mauern hin. Gekocht wird nach Rezepten, die einst am Hofe der Mandschu-Kaiser geschätzt wurden. Als wir Restaurantgründer Li Shanlin 1985 das erste Mal trafen, hatte er noch große Sorgen. Die Qualität von Fleisch und anderen Zutaten war schlecht. Es fehlte an vielem. Am Anfang war es beispielsweise ein großes Problem, Bier für die Gäste zu bekommen. Es war knapp. Es gab nur zwei Sorten zu kaufen. Qingdao-Bier und Peking-Bier. Das Qingdao-Bier, das nach der deutschen Methode gebraut wird, war bei den Gästen besonders begehrt. Die Gäste müssen in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel Geld dagelassen haben. Denn die Kinder von Li Shanlin haben Ableger des Restaurants nicht nur in Shanghai, sondern auch in Tokio und Melbourne eröffnet. Chongqing, mit mehr als 4 Millionen Menschen, eine der größten Städte im Westen Chinas. In den 80er Jahren eine schmutzige Provinzstadt, stets eingehüllt von Rauchschwaden der Schwerindustrie. Heute eine moderne, halbwegs saubere Metropole. Vorbild für den rückständigen Westen Chinas. In der Stadt entstehen neue Arbeitsplätze. Hier wird gut verdient. Die Stadt liegt am Oberlauf des Yangtze-Kiang, des längsten Stroms des Landes. Wir treffen einen Mann, der trotz vieler Rückschläge die Politik der Deng-Ära zu nutzen wusste. Lu Guoxi, heute 83 Jahre alt. Zu Maos Zeiten war sein Betrieb verstaatlicht. 1988 erhielt Lu Guoxi als erster Reeder in China die Erlaubnis, die Firma wieder als Privatunternehmen zu führen. Schon damals war dies ein Thema für uns. Der Reeder zeigte uns Bilder von den Anfängen der Firma in den 20er Jahren. Sein ältester Sohn, so erzählte uns Lu Guoxi, werde eines Tages die Minsheng-Reederei führen und ausbauen. Und so ist es gekommen. Lu Guoxi besaß damals nur 9 Schiffe. Dieses unscheinbare Haus im Stadtzentrum war der Firmensitz. Heute wird seine Flotte mit 100 Frachtschiffen von hier aus dirigiert. Ich war mir damals sicher, dass die Reederei sich trotz vieler Schwierigkeiten gut entwickeln wird. Auch in Chongqing hat sich seit 9 Jahren vieles positiv verändert. Die Lage am Yangtze-Kiang bringt Chongqing viele Vorteile. Der Gütertransport ist gestiegen. Chongqing ist ein Vorbild für die Entwicklung der westlichen Regionen. Auf 3 Spezialschiffen transportiert die Minsheng-Reederei die in Chongqing produzierten Autos stromabwärts nach Shanghai. Zudem schickt sie wöchentlich Hunderte von Containern in alle Welt. Sie ist die größte private Reederei am Yangtze-Kiang. Es ist die Erfolgsstory des Lu Guoxi. Peking, Tiananmen-Platz. Damals wie heute ist die große Halle des Volkes der Ort, an dem Pekings Führung ausländische Besucher trifft.
Helmut Kohl kommt erstmals 1984 nach Peking, um dem Reformer Deng Xiaoping die Hand zu schütteln und Chinas künftigen Weg zu erkunden. In Deutschland beginnt man zu ahnen, welch großes wirtschaftliches Potenzial in China schlummert. Auch Franz Josef Strauß, Lothar Späth und viele andere reisen an. In ihrem Gefolge bundesdeutsche Wirtschaftskapitäne, die mit den Chinesen ins Geschäft kommen wollen. Die Chancen stehen gut. Deng will ausländisches Kapital und Wissen ins Land holen, um den wirtschaftlichen Aufbau zu beschleunigen. Die Chinesen erweisen sich als gewiefte Verhandlungspartner. Etliche deutsche Firmen müssen in China teures Lehrgeld zahlen, doch nur wenige geben auf. Chinas riesiger Markt ist zu verlockend. Für einige deutsche Großunternehmen verheißt China Milliardengeschäfte. Shanghai 1985. Noch ist China ein Land der Radfahrer. Doch die Autos kommen schneller als erwartet, dank deutscher Technik. Wir treffen Yang Jiazhen. Er gehört zu den ersten Arbeitern, die in dem neuen Volkswagenwerk in Anting bei Shanghai anfangen. Das Werk ist das erste deutsch-chinesische Gemeinschaftsunternehmen. An seiner Spitze deutsche und chinesische Manager. Die Wolfsburger bringen die Blaupausen, moderne Managementmethoden und hochentwickelte Technik mit. Für die Chinesen eine Revolution. Benutzen sie doch notfalls auch den Holzhammer, um die Autobleche in Form zu bringen. In der Halle nebenan werden bereits die ersten Volkswagen Made in China montiert. Fast alle Einzelteile der Limousine kommen aus Deutschland, denn chinesische Firmen können noch nicht die geforderte Qualität liefern. Arbeiter Yang steigt zum Schichtleiter auf. Das deutsche Auto aus chinesischer Produktion heißt Santana. In China wird Santana zur Vokabel für deutsches Auto. Draußen auf dem Werksgelände stehen noch die Wracks zweier ausländischer Limousinen. An ihnen hatten chinesische Ingenieure studiert, wie ein modernes Auto auszusehen hat. Das Werk bei Shanghai wird zum Geburtsort der neuen Autoindustrie in China. Auch Deng Xiaoping kommt im Februar 1991, um Unterstützung zu bekunden. In wenigen Jahren will China mit Autos eigener Konstruktion auf den Weltmarkt drängen und wegen der niedrigen Löhne billiger sein als ausländische Hersteller. Inzwischen ist das VW-Werk bei Shanghai um ein Vielfaches gewachsen. In drei Hallen werden mit Hilfe westlicher Technologie pro Jahr rund 300.000 Wagen produziert. Heute stammen die meisten Einzelteile von chinesischen Firmen. Die Löhne der Arbeiter sind für chinesische Verhältnisse recht gut, liegen aber erheblich niedriger als im Ausland. Auch Zhu Genrong gehört zu den Arbeitern aus den Anfangsjahren. Er hat es zum Schichtleiter gebracht. Als ich anfing, konnte ich nicht ahnen, wie gut sich das Werk entwickeln wird. Damals sagte uns der deutsche Direktor Paul, ihr werdet eines Tages eine eigene Wohnung und ein eigenes Auto besitzen. Damals schien uns dies unmöglich.
Doch durch unsere Anstrengungen und durch das Gemeinschaftsunternehmen ist es so gekommen. Nach der Zeitenwende in den 80er Jahren wird wieder populär, was Maos Rote Garden während der Kulturrevolution verdammt hatten. Selbst Konfuzius, jahrhundertelang der Lehrmeister der Nation, war in Maos Jahren verfemt. Damals in der Kulturrevolution war die Kritik an Konfuzius sehr heftig. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, sie war zu extrem und überzogen. Das hat der Entwicklung unseres Landes nichts Gutes gebracht. Auch Deng erkennt, wie nützlich die alten Philosophen als moralische Instanz sind. Häufig bleiben nämlich bei der Jagd nach dem schnöden Mammon Moral, Ehrlichkeit und andere Tugenden auf der Strecke. Die Weisheiten von Konfuzius sollen da gegensteuern. Die Lehren von Konfuzius und Mencius sind bis heute von großer praktischer Bedeutung. Wir sind doch Chinesen. Trotz der Kulturrevolution sind die alten Werte der chinesischen Kultur tief im Bewusstsein der Chinesen verankert. Das ist noch in ihren Köpfen. Diese moralischen Werte haben Wurzeln, die mehrere tausend Jahre zurückreichen. Peking, die zentrale Parteihochschule. In der Kaderschmiede wird versucht, dem chinesischen Kapitalismus einen sozialistischen Anstrich zu geben. Von sozialistischer Marktwirtschaft chinesischer Prägung sprechen die Parteiideologen. Markt statt Marx. Die sozialistische Marktwirtschaft hat in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeit mit der kapitalistischen Marktwirtschaft. Das heißt, der Markt reguliert die Verteilung der Ressourcen und erzielt Gewinne. Über die Entwicklung des Marktes wird auch das Land entwickelt. Aber es gibt bei uns neben der Marktregulierung noch eine staatliche Regulierung. Das ist der Unterschied zum Kapitalismus. Die Partei kämpft oft erfolglos gegen Korruption sowie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich im Lande. Solche Unterschiede sind nichts Besonderes. Entscheidend ist, ob die Leute auf legalem Wege reich geworden sind. Durch die Medien erfahren wir, dass viele ihren Reichtum auf illegalem Weg erlangt haben. Damit geben sie ein schlechtes Beispiel. Das kann in der Gesellschaft Unzufriedenheit auslösen. Sie könnte sogar eskalieren und zur Instabilität führen. Zu Beginn der Reformen hat Deng Xiaoping Prioritäten gesetzt. Erst kommt die Wirtschaft. Die Armee, vielerorts schlecht ausgerüstet, muss warten. Die Militärs akzeptieren es mit Murren. China ist bereits seit 1964 eine Atommacht und verfügt über Interkontinentalraketen. Noch setzt China auf sein Millionenheer. Doch gleichzeitig rüstet es sich mit einem Mammutbudget für den Hightech-Kampf. Der rasche Aufstieg Chinas wird vor allem im Süden des Landes deutlich. Beispiel die Großstadt Shenzhen an der Grenze zu Hongkong. Einst ein Fischerdorf.
1980 erklärt Deng Xiaoping die Region zur Sonderwirtschaftszone. Das bedeutet niedrige Steuern, weniger Macht der Parteifunktionäre und ausländische Investitionen in Milliardenhöhe. Der Bauboom beginnt. Berge werden abgetragen, neuer Baugrund erschlossen. Wie im Zeitraffer entsteht eine 6-Millionen-Metropole. In einem Loblied auf Deng heißt es: Ein alter Mann malt einen Kreis auf die Landkarte. Wie im Märchen wachsen dort eine Stadt und Berge aus Gold. Im Januar 1992 kämpft Deng Xiaoping in Peking darum, seine Reformpolitik gegen konservative Hardliner fortzusetzen. Er reist noch einmal in den Süden. In Shenzhen haben sich seine Reformen als Motor eines rasanten Wirtschaftsaufschwungs erwiesen. Deng überzeugt damit auch seine politischen Gegner. Die Reformen gehen verstärkt weiter. Es war richtig, Shenzhen zu gründen, schreibt er seinen Kritikern ins Stammbuch. Shenzhen wird in wenigen Jahren mit Hongkong zusammenwachsen. Eine Megacity in der Industrieregion am Perlfluss. Beide Städte können sich gut ergänzen. Es gibt viele kommerzielle Kontakte. Was die Planung angeht, so hat die Hongkonger Regierung beschlossen, jenseits des Grenzflusses die ehemalige Sperrzone zu einer wirtschaftlichen Entwicklungszone zu machen. Häuser aus den Anfangsjahren werden in Shenzhen einfach gesprengt. 16 Gebäude auf einen Schlag. Platz für neue Bürotürme und luxuriöse Apartmenthäuser. Spiegelbilder der neuen Zeit. Die Reformen haben aber auch Schattenseiten. Schwere Umweltschäden, wachsende Kriminalität, hohe Arbeitslosigkeit, soziale Spannungen, zunehmende Prostitution. Aus den Zügen im benachbarten Kanton quellen täglich Massen sogenannter Wanderarbeiter. In ihrer Heimat haben sie keinen Job gefunden oder ihre bankrotten Staatsbetriebe mussten schließen. Nun müssen sie als Tagelöhner für einen Hungerlohn schuften. In allen Großstädten an Chinas Ostküste ist dies so. Mehr als 180 Millionen Arbeitssuchende sollen im Lande unterwegs sein. Unvorstellbar. Eine soziale Zeitbombe. Noch unternimmt die Regierung zu wenig, um sie zu entschärfen. Zunächst muss die Regierung dafür sorgen, dass die Wanderarbeiter in den Städten einen festen Wohnsitz anmelden können. Gleichzeitig müssen sie in die Sozialversicherung aufgenommen werden. Sie müssen gleiche Bildungschancen, gleiche politische Rechte und Aufstiegschancen bekommen wie die Städte. Wenn die Wanderarbeiter weder in den Städten bleiben noch in ihre Heimat zurückkehren können, dann wird dies die gesellschaftliche Stabilität gefährden. Shenzhen ist die jüngste Großstadt Chinas. Das Durchschnittsalter ihrer Einwohner liegt unter 30. Das Einkommen pro Kopf soll nirgends in China so hoch sein wie hier. Doch auch die Preise sind deutlich höher. So bleibt Wohlstand, gar Luxus, für viele ein Traum. Für die kleine Oberschicht in dem Milliardenvolk gibt es jedoch fast alles zu kaufen. Das Warenangebot in den Nobelgeschäften von Shenzhen ist durchaus vergleichbar mit dem in westlichen Läden. Inzwischen soll es mehr als 300.000 Dollar-Millionäre in China geben. Der wirtschaftliche Aufschwung lässt an der Börse von Shenzhen die Aktienkurse wie Fieberkurven in die Höhe schnellen. Wie lange kann dies gut gehen? Experten fürchten eine Überhitzung der Konjunktur, gepaart mit Finanzproblemen und Firmenpleiten.
Wir haben jetzt ein Wachstum der Wirtschaft um über 10%. Ich finde, das ist zu hoch. 7 oder 8% wären für eine stabile Entwicklung besser. Unterwegs zu einem Global Player in Shenzhen. Hier ist die Zentrale von Huawei, Chinas größtem Technologiekonzern. Gegründet Ende der 80er Jahre von einem cleveren Armeegeneral als Minibetrieb, der Telefonapparate baut. Heute ist der Hightech-Gigant begehrter Arbeitsplatz für Chinas junge Forscherelite. Die Parteifunktionäre haben hier nichts mehr zu sagen. Wir sind ein Privatunternehmen. Die Angestellten haben Aktien. Wir arbeiten in unseren Firmen nach internationalen Managementmethoden. Die lokale Regierung hilft uns, ein gutes Umfeld zu schaffen. Das gilt für die Versorgung mit qualifiziertem Personal, wie für die Verkehrsanbindung unserer Betriebe. Wir dürfen nur in die Lehrwerkstatt der Huawei-Zentrale. Die Labors und hochmodernen Produktionsstätten sind für unsere Kamera tabu. China ist inzwischen auf vielen Wirtschaftsgebieten ein Global Player. Wo wird das Reich der Mitte in 20 Jahren stehen? Offiziell gibt man sich bescheiden. Bis zum Jahre 2020 wird China noch ein Entwicklungsland mittleren Niveaus sein, verglichen mit den entwickelten Staaten wie den USA, Deutschland und Großbritannien. Wir wollen die Modernisierung unseres Landes bis 2050 erreicht haben. Die anderen Länder sollten keine Sorge haben, dass die Entwicklung Chinas für sie zu einer Bedrohung wird. Und trotzdem, Chinas Wirtschaft wächst atemberaubend schnell. Auch politisch spielt das Reich der Mitte eine immer wichtigere Rolle. In wenigen Jahren könnte es die Nummer 1 in Asien sein. Das weckt Ängste in der Region und nicht nur dort. Bis heute sind die Industrienationen des Westens für China Vorbild und gesuchte Partner. Wie lange noch? Chinas junge Generation, die sich für Rockmusik ebenso begeistert wie die Altersgenossen in London oder New York, gibt sich erfolgsbewusst. Seit Beginn der Reformen haben 600.000 Chinesen im Ausland studiert. Der Mann in Bronze auf dem Lotushügel in Shenzhen hat sein Land vor gut 2 Jahrzehnten aus dem Chaos der Mao-Ära in die Neuzeit katapultiert. Eine neue Weltmacht ist geboren. Zu Hause surfen sie im Internet und werden fündig, wenn es um zeitkritische Literatur geht, trotz der strengen staatlichen Zensur. Jetzt blüht die Literatur im Internet. Wir haben 120 Millionen Internetnutzer. Ja, es gibt eine Zensur, wenn beispielsweise die staatliche Sicherheit gefährdet ist. Aber man kann nicht alles zensieren. Viele Schriftsteller stellen ihre Werke ins Netz. Da gibt es keine Probleme. Peking, Dezember 1978. Die Geburtsstunde der neuen Weltmacht. Deng Xiaoping, der von Mao entmachtet war, ist in die Pekinger Führung zurückgekehrt. Vor dem 11. Zentralkomitee der KP Chinas verkündet Deng die sogenannten 4 Modernisierungen. In Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Armee. Und er will Chinas Tore zum Ausland öffnen. Doch die Altmaoisten im Plenum wollen die Reformen torpedieren. Deng Xiaopings größter Verdienst besteht darin, dass er den Wirtschaftsaufbau anstelle des Klassenkampfes zur Kernaufgabe Chinas gemacht hat. Voraussetzung und Motor waren seine Reform- und Öffnungspolitik.
Seither betreiben wir eine Außenpolitik auf der Basis der friedlichen Koexistenz und der gemeinsamen Entwicklung. Peking 1976. Noch lastete der Schatten der Mao-Herrschaft auf dem Land. Einen Monat nach Maos Tod wurde mit Wissen Deng Xiaopings die sogenannte Viererbande mit der Mao-Witwe Yang Qing an der Spitze verhaftet. Es war ein Politkrimi, der sich da in der Nacht zum 6. Oktober im Regierungsviertel abspielte. Eine Spezialeinheit drang in die Villa von Yang Qing ein und verhaftete sie. Zur selben Minute wurden auch ihre drei Gefolgsleute festgesetzt. Erst 4 Jahre später beginnt der Prozess gegen die Viererbande. Die Anklage wirft den einstigen Spitzenfunktionären Putschpläne und Mordkomplotte gegen Mao vor. Im Januar 1981 wird die Mao-Witwe zum Tode verurteilt, später begnadigt. Yang Qing weist alle Schuld von sich. Sie habe alles nur im Namen Maos getan. Als einzige Frau habe sie gemeinsam mit Mao an der Front gekämpft. Blüht die Literatur im Internet. Wir haben 120 Millionen Internetnutzer. Ja, es gibt eine Zensur, wenn beispielsweise die staatliche Sicherheit gefährdet ist. Aber man kann nicht alles zensieren. Viele Schriftsteller stellen ihre Werke ins Netz. Da gibt es keine Probleme. Peking, Dezember 1978. Die Geburtsstunde der neuen Weltmacht. Deng Xiaoping, der von Mao entmachtet war, ist in die Pekinger Führung zurückgekehrt. Vor dem 11. Zentralkomitee der KP Chinas verkündet Deng die sogenannten 4 Modernisierungen. In Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Armee. Und er will Chinas Tore zum Ausland öffnen. Doch die Altmaoisten im Plenum wollen die Reformen torpedieren. Deng Xiaopings größter Verdienst besteht darin, dass er den Wirtschaftsaufbau anstelle des Klassenkampfes zur Kernaufgabe Chinas gemacht hat. Voraussetzung und Motor waren seine Reform- und Öffnungspolitik. Seither betreiben wir eine Außenpolitik auf der Basis der friedlichen Koexistenz und der gemeinsamen Entwicklung. Peking 1976. Noch lastete der Schatten der Mao-Herrschaft auf dem Land. Einen Monat nach Maos Tod wurde mit Wissen Deng Xiaopings die sogenannte Viererbande mit der Mao-Witwe Yang Qing an der Spitze verhaftet. Es war ein Politkrimi, der sich da in der Nacht zum 6. Oktober im Regierungsviertel abspielte. Eine Spezialeinheit drang in die Villa von Yang Qing ein und verhaftete sie. Zur selben Minute wurden auch ihre drei Gefolgsleute festgesetzt. Erst 4 Jahre später beginnt der Prozess gegen die Viererbande. Die Anklage wirft den einstigen Spitzenfunktionären Putschpläne und Mordkomplotte gegen Mao vor. Im Januar 1981 wird die Mao-Witwe zum Tode verurteilt, später begnadigt. Yang Qing weist alle Schuld von sich. Sie habe alles nur im Namen Maos getan. Als einzige Frau habe sie gemeinsam mit Mao an der Front gekämpft. Hongkonger Regierung beschlossen, jenseits des Grenzflusses die ehemalige Sperrzone zu einer wirtschaftlichen Entwicklungszone zu machen. Häuser aus den Anfangsjahren werden in Shenzhen einfach gesprengt. 16 Gebäude auf einen Schlag. Platz für neue Bürotürme und luxuriöse Apartmenthäuser.
Spiegelbilder der neuen Zeit. Die Reformen haben aber auch Schattenseiten. Schwere Umweltschäden, wachsende Kriminalität, hohe Arbeitslosigkeit, soziale Spannungen, zunehmende Prostitution. Aus den Zügen im benachbarten Kanton quellen täglich Massen sogenannter Wanderarbeiter. In ihrer Heimat haben sie keinen Job gefunden oder ihre bankrotten Staatsbetriebe mussten schließen. Nun müssen sie als Tagelöhner für einen Hungerlohn schuften. In allen Großstädten an Chinas Ostküste ist dies so. Mehr als 180 Millionen Arbeitssuchende sollen im Lande unterwegs sein. Unvorstellbar. Eine soziale Zeitbombe. Noch unternimmt die Regierung zu wenig, um sie zu entschärfen. Zunächst muss die Regierung dafür sorgen, dass die Wanderarbeiter in den Städten einen festen Wohnsitz anmelden können. Gleichzeitig müssen sie in die Sozialversicherung aufgenommen werden. Sie müssen gleiche Bildungschancen, gleiche politische Rechte und Aufstiegschancen bekommen wie die Städter. Wenn die Wanderarbeiter weder in den Städten bleiben noch in ihre Heimat zurückkehren können, dann wird dies die gesellschaftliche Stabilität gefährden. Shenzhen ist die jüngste Großstadt Chinas. Das Durchschnittsalter ihrer Einwohner liegt unter 30. Das Einkommen pro Kopf soll nirgends in China so hoch sein wie hier. Doch auch die Preise sind deutlich höher. So bleibt Wohlstand, gar Luxus, für viele ein Traum. Für die kleine Oberschicht in dem Milliardenvolk gibt es jedoch fast alles zu kaufen. Das Warenangebot in den Nobelgeschäften von Shenzhen ist durchaus vergleichbar mit dem in westlichen Läden. Inzwischen soll es mehr als 300.000 Dollar-Millionäre in China geben. Der wirtschaftliche Aufschwung lässt an der Börse von Shenzhen die Aktien. Zu Maos Zeiten war Bildung verpönt. Heute ist China eine lernbegierige Nation. Über 10 Millionen Studenten bevölkern die Universitäten. Die Buchläden sind voll, nicht so sehr mit Käufern, mehr mit Lesern. Zum Kauf eines Buches fehlt jungen Leuten oft das Geld. So setzen sie sich in die Ecke, lesen und lesen. Zu Hause surfen sie im Internet und werden fündig, wenn es um zeitkritische Literatur geht, trotz der strengen staatlichen Zensur. Jetzt blüht die Literatur im Internet. Wir haben 120 Millionen Internetnutzer. Ja, es gibt eine Zensur, wenn beispielsweise die staatliche Sicherheit gefährdet ist. Aber man kann nicht alles zensieren. Viele Schriftsteller stellen ihre Werke ins Netz. Da gibt es keine Probleme. Peking, Dezember 1978. Die Geburtsstunde der neuen Weltmacht. Deng Xiaoping, der von Mao entmachtet war, ist in die Pekinger Führung zurückgekehrt. Vor dem 11. Zentralkomitee der KP Chinas verkündet Deng die sogenannten vier Modernisierungen. In Landwirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Armee. Und er will Chinas Tore zum Ausland öffnen. Doch die Altmaoisten im Plenum wollen die Reformen torpedieren. Deng Xiaopings größter Verdienst besteht darin, dass er den Wirtschaftsaufbau anstelle des Klassenkampfes zur Kernaufgabe Chinas gemacht hat. Voraussetzung und Motor waren seine Reform- und Öffnungspolitik. Seither betreiben wir eine Außenpolitik auf der Basis der friedlichen Koexistenz und der gemeinsamen Entwicklung. Peking 1976. Noch lastete der Schatten der Mao-Herrschaft auf dem Land.
Einen Monat nach Maos Tod wurde mit Wissen Deng Xiaopings die sogenannte Viererbande mit der Mao-Witwe Yang Qing an der Spitze verhaftet. Es war ein Politkrimi, der sich da in der Nacht zum 6. Oktober im Regierungsviertel abspielte. Eine Spezialeinheit drang in die Villa von Yang Qing ein und verhaftete sie. Zur selben Minute wurden auch ihre drei Gefolgsleute festgesetzt. Aber politische Veränderungen. Deng fühlt sich zudem brüskiert, weil er wegen der Demonstration den sowjetischen Staatsgast Michail Gorbatschow nicht am Hauptportal der großen Halle des Volkes begrüßen kann. Vielmehr muss Gorbatschow den Hintereingang nehmen. Für Deng ein peinlicher Gesichtsverlust. Mit Gorbatschow will Deng die neue Zweckfreundschaft ihrer beiden Länder feiern. Strategisch-kooperative Partnerschaft nennen sie es. Verdrängt sind die ideologischen Kontroversen, die Ende der 60er Jahre am Ussuri zu blutigen Grenzstreitigkeiten geführt hatten. Heute geht es ums Geschäft. China kauft von Russland vor allem Öl und Waffen. Im Gegenzug liefert es Konsumgüter nach Sibirien. Mit der anderen Weltmacht, mit Amerika, macht Deng Xiaoping schon 1979 seinen Frieden. Bei einem Amerika-Besuch fährt Deng zur Verblüffung seiner Landsleute mit einem Cowboy-Hut in der Hand in die Rodeo-Arena in Texas. Und er besucht das Weltraumzentrum der NASA. Er muss erkennen, wie rückständig sein Land in den Bereichen Wissenschaft und Technik ist. Er wird dies mit viel Geld für die Forschungsinstitute daheim ändern. Inzwischen ist China auch eine Macht im All. Peking 1989. Deng Xiaoping empfängt den damaligen US-Präsidenten George Bush. Amerika wird für China sowohl Partner als auch Rivale. Droht ein militärischer Konflikt zwischen den beiden Großmächten um die globale Vorherrschaft? Peking versucht, solche Ängste zu zerstreuen. Zwischen China und den USA gibt es viele Meinungsverschiedenheiten, aber es gibt auch gemeinsame Interessen. Es wird Reibereien geben, aber keine grundlegenden Interessenkonflikte. Deng Xiaoping hat gute Beziehungen zwischen China und Amerika vorausgesagt. Wenn jemand behauptet, dass es zum Krieg zwischen den USA und China kommen werde, dann ist das seine persönliche Ansicht. Beide Länder werden mit allen Mitteln versuchen, einen militärischen Konflikt zu vermeiden. Nach der Zeitenwende in den 80er Jahren wird wieder populär, was Maos Rote Garden während der Kulturrevolution verdammt hatten. Selbst Konfuzius, jahrhundertelang der Lehrmeister der Nation, war in Maos Jahren verfemt. Damals in der Kulturrevolution war die Kritik an Konfuzius sehr heftig. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, sie war zu extrem und überzogen. Das hat der Entwicklung unseres Landes nichts Gutes gebracht. Auch Deng erkennt, wie nützlich die alten Philosophen als moralische Instanz sind. Häufig bleiben nämlich bei der Jagd nach dem schnöden Mammon Moral, Ehrlichkeit und andere Tugenden auf der Strecke. Die Weisheiten von Konfuzius sollen da gegensteuern. Die Lehren von Konfuzius und Mencius
sind bis heute von großer praktischer Bedeutung. Wir sind doch Chinesen. Trotz der Kulturrevolution sind die alten Werte der chinesischen Kultur tief im Bewusstsein der Chinesen verankert. Das ist noch in ihren Köpfen. Diese moralischen Werte haben Wurzeln, die mehrere tausend Jahre zurückreichen. Peking, die zentrale Parteihochschule. In der Kaderschmiede wird versucht, dem chinesischen Kapitalismus einen sozialistischen Anstrich zu geben. Von sozialistischer Marktwirtschaft chinesischer Prägung sprechen die Parteiideologen. Markt statt Marx. Die sozialistische Marktwirtschaft hat in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeit mit der kapitalistischen Marktwirtschaft. Das heißt, der Markt reguliert die Verteilung der Ressourcen und erzielt Gewinne. Über die Entwicklung des Marktes wird auch das Land entwickelt. Aber es gibt bei uns neben der Marktregulierung noch eine staatliche Regulierung. Das ist der Unterschied zum Kapitalismus. Die Partei kämpft, oft erfolglos, gegen Korruption sowie die wachsende Kluftflotte mit 100 Frachtschiffen, von hier aus dirigiert. Ich war mir damals sicher, dass die Reederei sich trotz vieler Schwierigkeiten gut entwickeln wird. Auch in Chongqing hat sich seit 9 Jahren vieles positiv verändert. Die Lage am Yangtze-Kiang bringt Chongqing viele Vorteile. Der Gütertransport ist gestiegen. Chongqing ist ein Vorbild für die Entwicklung der westlichen Regionen. Auf 3 Spezialschiffen transportiert die Minsheng-Reederei die in Chongqing produzierten Autos stromabwärts nach Shanghai. Zudem schickt sie wöchentlich Hunderte von Containern in alle Welt. Sie ist die größte private Reederei am Yangtze-Kiang. Es ist die Erfolgsstory des Lu Goji. Peking, Tiananmen-Platz. Damals wie heute ist die große Halle des Volkes der Ort, an dem Pekings Führung ausländische Besucher trifft. Helmut Kohl kommt erstmals 1984 nach Peking, um dem Reformer Deng Xiaoping die Hand zu schütteln und Chinas künftigen Weg zu erkunden. In Deutschland beginnt man zu ahnen, welch großes wirtschaftliches Potenzial in China schlummert. Auch Franz Josef Strauß, Lothar Späth und viele andere reisen an. In ihrem Gefolge bundesdeutsche Wirtschaftskapitäne, die mit den Chinesen ins Geschäft kommen wollen. Die Chancen stehen gut. Deng will ausländisches Kapital und Wissen ins Land holen, um den wirtschaftlichen Aufbau zu beschleunigen. Die Chinesen erweisen sich als gewiefte Verhandlungspartner. Etliche deutsche Firmen müssen in China teures Lehrgeld zahlen, doch nur wenige geben auf. Chinas riesiger Markt ist zu verlockend. Für einige deutsche Großunternehmen verheißt China Milliardengeschäfte. Shanghai 1985. Noch ist China ein Land der Radfahrer. Doch die Autos kommen schneller als erwartet, dank deutscher Technik. Wir treffen Yang Jiazhen. Er gehört zu den ersten Arbeitern. Aber es gibt bei uns neben der Marktregulierung noch eine staatliche Regulierung. Das ist der Unterschied zum Kapitalismus. Die Partei kämpft, oft erfolglos, gegen Korruption sowie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich im Lande. Solche Unterschiede sind nichts Besonderes. Entscheidend ist, ob die Leute auf legalem Wege reich geworden sind.
Durch die Medien erfahren wir, dass viele ihren Reichtum auf illegalem Weg erlangt haben. Damit geben sie ein schlechtes Beispiel. Das kann in der Gesellschaft Unzufriedenheit auslösen. Sie könnte sogar eskalieren und zur Instabilität führen. Zu Beginn der Reformen hat Deng Xiaoping Prioritäten gesetzt. Erst kommt die Wirtschaft. Die Armee, vielerorts schlecht ausgerüstet, muss warten. Die Militärs akzeptieren es mit Murren. China ist bereits seit 1964 eine Atommacht und verfügt über Interkontinentalraketen. Noch setzt China auf sein Millionenheer. Doch gleichzeitig rüstet es sich mit einem Mammutbudget für den Hightech-Kampf. Der rasche Aufstieg Chinas wird vor allem im Süden des Landes deutlich. Beispiel die Großstadt Shenzhen an der Grenze zu Hongkong. Einst ein Fischerdorf. 1980 erklärt Deng Xiaoping die Region zur Sonderwirtschaftszone. Das bedeutet niedrige Steuern, weniger Macht der Parteifunktionäre und ausländische Investitionen in Milliardenhöhe. Der Bauboom beginnt. Berge werden abgetragen, neuer Baugrund erschlossen. Wie im Zeitraffer entsteht eine 6-Millionen-Metropole. In einem Loblied auf Deng heißt es: Ein alter Mann malt einen Kreis auf die Landkarte. Wie im Märchen wachsen dort eine Stadt und Berge aus Gold. Im Januar 1992 kämpft Deng Xiaoping in Peking darum, seine Reformpolitik gegen konservative Hardliner fortzusetzen. Er reist noch einmal in den Süden. In Shenzhen haben sich seine Reformen als Motor eines rasanten Wirtschaftsaufschwungs erwiesen. Deng überzeugt damit auch seine politischen Formel. Maos Taten waren zu 70% gut, zu 30% schlecht. Eine Bewertung, die offiziell noch immer gilt. Die Parteipresse schweigt über Details der Kritik an Mao. Neuerdings wird parteiintern deutlich krasser über Maos Versagen geurteilt. Öffentlich wagt es niemand, darüber zu sprechen. Denn die Leute von damals sind noch unter uns, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Dazu überraschend offene Worte in Pekings Parteihochschule. Es gibt verschiedene Gefühle, wenn man über Mao Zedong spricht. Die einen würdigen, dass Mao die Revolution zum Sieg geführt und das Land aufgebaut hat. Andere haben während der Kulturrevolution gelitten und wollen die Fehler Mao Zedongs nicht vergessen. Eine dritte Gruppe hat unter Mao sehr gelitten und meint, man solle seiner überhaupt nicht mehr gedenken. Für den Pragmatiker Deng Xiaoping gelten Dogmen aus den kommunistischen Schriften nicht mehr viel. Die Parole seiner Reformen heißt: die Wahrheit in den Tatsachen suchen. 4 Schriftzeichen, die jeder Chinese kennt. Deng Xiaoping zeigt sich gern als gütiger Landesvater. Doch das Image des Reformers bekommt im Juni 1989 schwere Kratzer. Er lässt Panzer auffahren, um den Ruf von Studenten nach Freiheit und Demokratie auf dem Tiananmen-Platz zu ersticken. Wieder wird deutlich, Deng Xiaoping will mit aller Macht an der Einparteienherrschaft festhalten. Er will wirtschaftliche Reformen, nicht aber politische Veränderungen.
Deng fühlt sich zudem brüskiert, weil er wegen der Demonstration den sowjetischen Staatsgast Michail Gorbatschow nicht am Hauptportal der großen Halle des Volkes begrüßen kann. Vielmehr muss Gorbatschow den Hintereingang nehmen. Für Deng ein peinlicher Gesichtsverlust. Mit Gorbatschow will Deng die neue Zweckfreundschaft ihrer beiden Länder feiern. Strategisch-kooperative Partnerschaft nennen sie es. Verdrängt sind die ideologischen Kontroversen, die Ende der 60er Jahre am Ussuri zu blutigen Grenzstreitigkeiten geführt hat. Das deutsche Auto aus chinesischer Produktion heißt Santana. In China wird Santana zur Vokabel für deutsches Auto. Draußen auf dem Werksgelände stehen noch die Wracks zweier ausländischer Limousinen. An ihnen hatten chinesische Ingenieure studiert, wie ein modernes Auto auszusehen hat. Das Werk bei Shanghai wird zum Geburtsort der neuen Autoindustrie in China. Auch Deng Xiaoping kommt im Februar 1991, um Unterstützung zu bekunden. In wenigen Jahren will China mit Autos eigener Konstruktion auf den Weltmarkt drängen und wegen der niedrigen Löhne billiger sein als ausländische Hersteller. Inzwischen ist das VW-Werk bei Shanghai um ein Vielfaches gewachsen. In drei Hallen werden mit Hilfe westlicher Technologie pro Jahr rund 300.000 Wagen produziert. Heute stammen die meisten Einzelteile von chinesischen Firmen. Die Löhne der Arbeiter sind für chinesische Verhältnisse recht gut, liegen aber erheblich niedriger als im Ausland. Auch Zhu Genrong gehört zu den Arbeitern aus den Anfangsjahren. Er hat es zum Schichtleiter gebracht. Als ich anfing, konnte ich nicht ahnen, wie gut sich das Werk entwickeln wird. Damals sagte uns der deutsche Direktor Paul, ihr werdet eines Tages eine eigene Wohnung und ein eigenes Auto besitzen. Damals schien uns dies unmöglich. Doch durch unsere Anstrengungen und durch das Gemeinschaftsunternehmen ist es so gekommen. Nach der Zeitenwende in den 80er Jahren wird wieder populär, was Maos Rote Garden während der Kulturrevolution verdammt hatten. Selbst Konfuzius, jahrhundertelang der Lehrmeister der Nation, war in Maos Jahren verfemt. Damals in der Kulturrevolution war die Kritik an Konfuzius sehr heftig. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, sie war zu extrem und überzogen. Das hat der Entwicklung unseres Landes nichts Gutes gebracht.